Also Seerosen verdoppeln sich täglich und nach 20 Tagen ist der ganze Teich bedeckt. Und ich möchte wissen, am wievielten Tag die Hälfte bedeckt das? Ein schöner Klassiker, das geht anschaulich. Also das ist mein Teich, der ist quadratisch und der ist jetzt hier grün, der ist voller Seerosen. Und das ist der Tag 20 und der verdoppelt sich. Das heißt, am Tag 19, da war die Hälfte voller Seerosen. Das ist jetzt bei mir hier sehr, sehr grafisch. So, aber das muss jetzt blau werden, damit es ein bisschen nach Teich und Seerosen ausschaut. Und am Tag 18, nur so anschaulich, war es dann die Hälfte von der Hälfte. Da war es dann also so ein Viertel. Also ein Viertel mit Seerosen bedeckt. So, Seerosen. Ein Dreiviertel mit Wasser. Also wir haben hier eine Verdoppelung von einem Viertel auf die Hälfte, eine Verdoppelung von der Hälfte aufs Ganze. Und zur Hälfte bedeckt, Antwort 19. Ja, gut. Untersuche, was los ist, wenn ich mit zwei Seerosen starte. Also ich habe ja erst, wenn ich den Anfang anschaue, eine Seerose, 2, 4, 8, 16, 32, 4 und so weiter. Und 20 Schritte brauche ich, ja? Also erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag und dann irgendwann am 20. Tag bin ich beim ganzen Teich. Jetzt, wenn ich hier schon anfange, wenn das mein erster Tag ist und das mein zweiter und das mein dritter, dann brauche ich ja nicht 20, sondern 19 Schritte. Deswegen ist auch, also bei beiden Teilaufgaben ist die Antwort 19. Ja, 19. Und jetzt male ich hier noch ein paar rote Seerosen und bin aber mit der Aufgabe eigentlich fertig und viel Spaß damit.